Hallo Freunde, geht's denn schon los? Heute zu Gast bei der Dude Interviewt, Christian Ritter. Christian Ritter, Moderator, Autor und Poetry Slammer in einer Person. Seit 2010 veranstaltet er den Poetry Slam in Bamberg und holt dafür regelmäßig internationale Künstler auf die Bühne. Neben 6 Büchern und einem Hörbuch hat Christian Ritter etwa 200 Kurzgeschichten veröffentlicht. 2009 wurde er deutscher Vizemeister im Poetry Slam. Was wäre aus dir geworden, wenn du kein Schriftsteller geworden wärst oder kein Poetry Slammer oder Autor? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre irgendwann vielleicht, ich habe ja auch öfter mal im Studium gewechselt, dann hätte ich bestimmt irgendwann auch gedacht, ach, machst mal Lehramt oder so, wie so viele, die keinen anderen Plan haben. Ich hatte ja nie so einen Lebensentwurf oder irgendwas oder ein Ziel, was ich so hatte. Es hat sich alles so schön vor sich hin entwickelt und so soll sich es auch mal weiterentwickeln. Neben Poetry Slammer bist du auch Buchautor? Buchautor hört sich auch immer so an wie irgendwie, also jeder ist ja Buchautor, auch wenn irgendein Koch dann sagt, ich erzähl mal von meiner Jugend in Pforzheim, dann ist der auch Buchautor. Um welches Buch geht es jetzt? Ums Neueste? Ums Neueste, ja. Das ist Die sanfte Entführung des Potsdamer Strumpfträgers. Ein Roman über die Entführung von Günther Jauch durch einen enttäuschten Wer-wird-Millionär-Kandidaten. Dazu kam es einfach, weil ich irgendwann mal die Idee hatte, die Sendung gesehen habe und dachte, guck mal, diese arme Wurst, die da draußen sitzt und sich Hoffnungen macht, um das Geld mitspielen zu können und dann an dieser Auswahlfrage scheitert. Was muss jetzt wohl in dem so vorgehen? Und dann habe ich das mal so weitergedacht. Diese Aggressionen, die dann möglicherweise auch gegen Günther Jauch gerichtet sind. Und ja, der Paul in dem Buch, der entführt ihn dann halt, um dann doch seine Millionen zu kriegen. Gibt es eine lustige Geschichte zu dem Buch oder was du erlebt hast mit dem Buch, seit es erschienen ist? Ja, es ist ja im November rausgekommen. Seitdem habe ich 20 Lesungen draus gemacht in 20 Städten. Da ist natürlich auch viel Amüsantes auf den Touren und so passiert. Und das, was vielleicht die größte Aufmerksamkeit erregt hat, war ein... Oh, hier liegt es ja, ein Heftchen, das darüber getitelt hat und das quasi so als wahr verkauft hat. Ich heb das mal in die Kamera. Die Woche heute hat das große Entführungsdrama dazu genommen, um aufzumachen hier. Und ich bin jetzt in regen Kontakt mit dem Chefredakteur dieses Blättchens, der mir jede Nacht um 3 irgendwas auf meine Facebook-Fanpage postet. Ich glaube, der ist sich auch noch nicht so ganz drüber einig, wie er mit mir kommunizieren soll. Einerseits findet er das Buch wohl gut, hat er geschrieben. Andererseits findet er mich naiv, dass ich ihm vorhalte, das so zu auch seinen Promo-Zwecken oder Verkaufszwecken so zu missbrauchen. Also, dass er halt behauptet, die Geschichte wäre wahr und ich das niemals tue einfach. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, Günther Jauchs Anwälte werden jetzt auch gegen ihn klagen und nicht gegen mich, finde ich natürlich auch ganz gut. Und eine Gegendarstellung fordern und wie man als ehemaliger Journalistikstudent ja weiß, eine Gegendarstellung muss immer in der gleichen Größe wie auch der Bericht erfolgen, also kriege ich noch eine Titelseite. Okay, nächste Frage, woher kommt deine Inspiration zum Schreiben? Ja, die ist irgendwann mal, wenn man damit angefangen hat, dann ist man vielleicht so ein bisschen erhöht in seiner Grundaufmerksamkeit und achtet vielleicht mehr so auf irgendwelche kuriosen Dinge, Details, die man sieht, hört, mitbekommt. Und dann muss man sich das erstmal irgendwie versuchen zu merken. Also ich schreibe mir ganz, ganz viel auf und tippe dann Sachen in mein Telefon und irgendwann komme ich wieder drauf und denke, ah, guck mal, das ist ja ein lustiger Satz, den könnte ich ja irgendwie ausbauen und dann wird irgendwas draus. Lege ich mich mal 2 Stunden in die Badewanne und denke drüber nach. Und dann entsteht, keine Ahnung, wenn es schlecht läuft, ein Tweet. Und wenn es besser läuft, poste ich was auf Facebook. Wenn es noch besser läuft, eine Kurzgeschichte. Und wenn es ganz gut läuft, ein Roman. Man muss halt nur irgendwie ständig dran rumdenken. Ich denke jetzt auch gerade wieder seit 2 Monaten an so einer Romanidee rum und habe seitdem da nicht dran weitergeschrieben. Aber irgendwann ist dann auch der Punkt, wo es damit vorangeht. Okay, das Interview war bis hier ganz nett, aber jetzt wird Zeit für eine richtige Challenge, Zeit für eine Dude-Challenge. Okay, ich habe mir was ausgedacht, ich habe auch einen kleinen Text geschrieben. Da geht es folgendermaßen darum, dass wir beide einen Text haben, wir lesen uns vor, wer quasi stoppt dabei oder halt irgendwie rauskommt, 3-mal, der muss beim nächsten Poetry Slam in Bamberg im Bademantel, also in meinem Outfit quasi,
einen Text vortragen. Beweisfoto wird es auf der Dude-Interview-Seite geben, natürlich selbstverständlich. Ja, ich würde sagen, es geht los. Die Geschichte heißt: Die Geschichte von der Hottentotten-Stotter-Trottelmutter. Und der erste Satz ist: Es war einmal eine alte Frau, die lebte bei den Hottentotten. Sie war ziemlich trottelig und stotterte auch ein wenig. Daher wurde sie die Hottentottenstotter genannt. Das war schon Fehler, ne? Ja, war Fehler. Die Hottentottenstotter-Trottelmutter hatte auch ein Haustier. Das war eine Beutelratte. Damit die Hottentottenstotter-Trottelmutter Beutelratte nicht weglief, verbrachte sie ihr Leben in einem Käfig, der mit Latten vergittert war. Dieses Hottentottenstotter-Trottelmutter-Beutelratten-Lattengitter hatte auch so eine Art Dach, das auch Wetterkotter genannt wurde. In diesem Hottentottenstotter-Trottelmutter-Beutelratten-Lattengitter lebte die Beutelratte. Okay, nächste Zeile du. Damit dieser Hottentottenstotter-Trottelmutter-Beutelratten-Lattengitter-Wetterkotter-Rattentäter aber nicht einfach so davon kam, versprach die alte Frau demjenigen, der die Beutelratte wiederbrächte, eine Fangprämie. Diese Hottentottenstotter-Trottelmutter-Beutelratten-Lattengitter-Wetterkorn-Prämie war so hoch, dass alle Welt sie sofort auf die Sache, auf die Suche machte, eben raus. Check, du hast gewonnen. Yeah. Also dann, 1. April ist der nächste Slam. Okay, ich bin dabei. Selbstgeschriebener Text. Selbstverständlich. Bademantel ist ja auch keine Verkleidung bei dir. Nee, der ist festgewachsen. 7 Minuten Zeit. Okay, ja, weißt du. Alles klar, Ken. Gut. So, Freunde, das war's mit der heutigen Ausgabe von Der Dude interviewt. Ich finde, es wird sehr schwierig, diesen sehr interessanten Gast zu übertreffen. Lest alle seine Bücher, Geschlechtsverkehr, eine Einführung, die Sanfte für uns, Post und Schwung. Und wir sehen uns am 1. April beim Morph Club, beim Poetry Slam im Morph Club. Und in der nächsten Folge von Der Dude interviewt. Auf Wiedersehen.